Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Special Part. Ich habe jetzt nicht mal versucht, alles so einzurichten, dass ich euch eine HDR-Aufnahme von meinem TV-Gerät aus zeigen kann. Und ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Ich werde jetzt gleich mal gucken. Erstmal gucken wir mal, wie das so läuft hier, wenn ich einfach über das Mikrofon aufnehme. Ich werde mal einen Schnitt setzen quasi, bei dem ich mich dann lauter pegeln muss, weil ich ja mal alleine vom Zimmer bin. Es sollte aber eigentlich gut genug funktionieren. Wir testen das jetzt mal. Ja. Wir spielen dafür logischerweise dann aber nicht Avengers. Spielen wir Doom Eternal als Testing und ja, ich begebe mich jetzt gleich nach hinten. Bis denn. Ja, ich kann es sehen von hier hinten aus. Man hört mich. Hallo. Ach, das sieht verdammt gut aus. Boah, ist das angenehm. Ja, genau. Ich werde das Ganze wahrscheinlich erstmal nur privat für mich zur Verfügung stellen und es mir dann quasi so angucken. Und ich habe keine Ahnung, wie aufwendig dieses Setup war. Unglaublich aufwendig. So, right. Ich habe Grafikmodus. Ist auch ausgeglichen. Ja, Retracing dann. Also, wenn wir das Ding schon nicht in Dings spielen können. Hier. In 120-Hertz-Modus, dann natürlich im Raytracing-Modus. Oh mein Gott, ich fühle den Unterschied. Ich fühle den Unterschied. Das fühlt sich direkt unintuitiver an. Ne? Bang. Boah, Alter, wie kann man das... Wie konnte ich dieses Spiel jemals so spielen? Das jemals so spielen wird. Das lief nicht gut, okay? Das lief nicht so gut. Ja? Wieder das gleiche Problem, dass der zur Seite gedasht ist. Obwohl das gar nicht die Richtung war,
die ich gestört habe. Und Splittergranate ausgemacht. Jawohl. Den zweiten Controller neben das Mikrofon gelegt und eigentlich müssten beide diese Controller-Ausgaben haben. Ich hoffe also, dass das alles so klappt. Und ihr das hört. Wenn nicht, ist, naja, okay. Das ist dann der Kompromiss, den ich eingehen würde dafür. Herrlich aufgebaut beim letzten Playthrough. Genau. Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert. Das ist eine Waffe, kein Teleporter. Ja, Stimmausgaben kommen auch aus dem Controller, aber das kommt doch nicht raus. Besuchen Sie Jessica in der Personalabteilung und nehmen Sie an der UAC sterblich gehandicapt. Oh, das fühlt sich so ekelhaft an, nicht mit 120 Hertz zu spielen. Ja, Raytracing ist cool und so, aber... Ich meine, es sieht besser aus als der 120 Hertz. Trotzdem. Sind wir jetzt alle tot, ihr hässlichen Tentakel?
ich euch alle scheinbar. Da oben muss ich hin. Nee, Quatsch, da will ich hin, richtig? Die Extra-Leben sind praktisch. Okay, darauf schießen bringt, glaube ich. Ja, erwischt. Ich kann ja sagen, du bist noch ein Teleporter und hier ist eine Zusatzbegegnung, ja. Geschafft. Leck mich doch. Ich hab die jetzt mit Absicht fehlschlagen lassen. Ups. Damit das Ding Munition bekommt und das Ding Munition. Thank you.
Ich dachte, der ist tot. Leck mich doch am Arsch. Tja Leute, mit diesem Rage Quit würde ich sagen, das war's erstmal mit dem ersten Testvideo. Ja, ich werde das Ganze jetzt mausrendern, ausprobieren, alles angucken. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich will in HDR. Und ja, ich hoffe, YouTube kriegt das dann auch auf STR irgendwie runter. Ja, keine Ahnung, ich gucke mir das jetzt einfach alles mal an. Und wenn das alles ganz gut aussieht, dann bekommt ihr den zweiten Special Part auch noch in HDR. Und ich würde sagen, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.